Bahnhof Istanbul, 15. Dezember, 15 Uhr. Da ist wieder der Hübsche mit seiner Sekretärin. Schätzen Sie sich glücklich, Poirot. Natürlich ist keine Reise in diesem Zug jemals gewöhnlich. Aber dies ist ein besonderer Anlass. Um das 140-jährige Bestehen des Orient Express zu feiern, wird die Lokomotive keine andere sein als die prächtige Pacific 231 G558. Da ist der Poirot. Der berühmteste Zug der Geschichte. Ich kriege vor Stolz ein bisschen Pipi in die Augen. Es ist Zeit, dass wir an Bord gehen, mon ami. Folgen Sie mir. Der Schlafwagenschaffner Pierre Michel wird Sie zu Ihrem Abteil führen. Nach Innenburg. Das ist so seltsam, dass man die alle schon kennt. Sie wurde 1922 in Frankreich von Batignolles-Châtillon gebaut. Als sie 1938 von der SNCF gekauft wurde, erreichte sie eine Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Sie werden selbst sehen. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Nur heutzutage mit wird der Zug auf 100 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Ich versichere Ihnen, dass diese Geschwindigkeit mehr als ausreichen wird, um Sie rechtzeitig nach Paris zu Ihrem Anschlussflug zu bringen. In der Zwischenzeit können Sie sich von der Magie des Orient Express verzaubern lassen. Auf die beiden freue ich mich schon. Geile Lok. Ja, die ist auf Lok richtig gut. Dieses Gepäck ist nicht gut gestapelt. Ich widerstehe der Versuchung, diesen Missstand zu korrigieren. Was? Wir sind Gepäckbeauftragter. Bitte verurteilt uns nicht. Hallo, ich bin da. Bonsoir, Monsieur. Ihr Abteil hat die Nummer 202. Ich fürchte jedoch, dass alle anderen bereits ausgebucht sind. Ausgebucht? Aber wie kann das sein? Es ist unglaublich, Monsieur. Die ganze Welt reist heute Abend. Trotzdem müssen Sie für diesen Herrn hier einen Platz finden. Ich kann meine Beobachtungsgabe trainieren, während versucht wird, ein Bett für mich zu finden. Er ist ein Freund von mir. Er kann Nummer 201 beziehen. Ebenso belegt, Monsieur. Was? Das ist die Detektive. Es ist die junge Frau aus dem Hotel. Sie möchte wieder den alten Mann mit seinem kleinen Freund beobachten, aber selbst nicht gesehen werden. Nee, nicht Gesundheit, aber danke. Ich habe nur eine Imbo genommen. Okay, endlich. Liebling, wir müssen an Bord gehen. Ich weiß. Ich habe schon von Flugangst gehört. Danke. Aber Zugangst? Jetzt mach dich nicht noch über mich lustig. Niemals, mein Liebling. Sobald unser Abteil fertig ist, gehen wir an Bord. Dracula, mindestens. Der sieht viel zu gut aus und ist viel zu nett. Hä? Und sie sieht aus wie Belladonna, sonst was und ist... Bitte mach dich nicht lustig über mich. Hä? Da ist ein Haar auf meinem Bett! Feuert alle! So müssten die sein. Was ist mit euch? Warum hast du so viel Hummer bestellt, Totaru? Liebe Freya-san, ich brauche ihn für meine Spezialität am zweiten Abend. Und wenn der Hummer à la Mori nicht frisch ist, werden die Passagiere das merken. Wir haben nicht genug Platz für meine Desserts. Heute Abend Schokoladenkuchen mit geschmolzenem Kern, morgen meine Spezialität. Das ist nicht mein Problem. Die Gäste werden ohnehin keinen Platz für Dessert haben. Servier deinen Hummer heute Abend. Hühnchen, Aramori, muss das erste Abendessen für die Reisenden sein. Es ist leichter zu verdauen. Ach, du bist wirklich der Egomane, für den dich alle halten. Aus gutem Grund. Ich bin die Rock. Du nur ein Waggon. Okay. Na dann. Dominik, er hat Freya San gesagt. San, Anrede. Daran merkt man die Leute, die keine Ahnung von Japanisch haben. Die heißt nicht Freya-san. Wir müssen hier wirklich also nochmal, also ich dachte, nach den ganzen Visual Novels mit Anime kennst du dich damit aus. Aber gut, da müssen wir nochmal hier alle also Nachhilfe machen, ne? Wurde alles an Bord gebracht, Hector. In Ihr Abteil, Mr. Ratchet.
Ich lasse das Zimmer erneut desinfizieren, wie Sie es angeordnet haben. Ich habe auch einen Anruf von den Indern erhalten. Der Verkauf geht wie erwartet über die Bühne. Es gab nie einen Zweifel daran. Keine weiteren Anrufe, Hector? Aus Genf oder aus Venedig? Nein, Sir. Welchen Anruf erwarten Sie? Geht Sie nichts an. Prüfen Sie unsere Tickets. Wir gehen nicht an Bord, bevor nicht alles bestätigt ist. Der junge Mann wird sehr freundlich. Aber der andere, der ältere Mann, ist da ganz anders. Die Synchronsprecher hat bestimmt viel Spaß. Ich glaube auch. Und hallo, krimineller Busfahrer. Oh, den kennen wir auch. Warte, ist... Ich sag jetzt nichts, aber ist er der aus der Demo? Ich will aber keine Nachhilfe. Ihr kriegt aber Nachhilfe. Mary. Das ist die Sekretärin. Nicht jetzt. Wenn alles vorbei ist, wenn es hinter uns liegt, dann. Ja, ist sie, okay. Mary. Warum? Ich bin zutiefst beschämt. Muss ich auf dem Klo schlafen. Schön und gut, das ist das 140. Jubiläum, aber wer hätte denn mit einer solchen Welle an Passagieren rechnen können? Hm? Und wo schlafe ich? In welcher Beziehung steht der Junge zum älteren Mann? Er ist sein Sekretär. Also... Warte mal, der Junge zum älteren Mann. Er ist sein Sekretär. Das heißt, der Junge ist der Sekretär und der Ältere ist der Boss, richtig? Also er ist sein Sekretär. Er ist sein Boss, würde heißen, der Jüngere ist der Boss vom Älteren, richtig? Gute Arbeit. Wovor hat diese Frau Angst? Vor der Zugfahrt. Adäquat. Wie fühlt sich die Frau? Sie ist besorgt. Ui. Ich fühle mich wie bei so einem Persönlichkeitstest gerade. Können wir anrufen? Zwei Köche. Worüber streiten sich? Die Lagermöglichkeit im Kühlschrank, das Kochen in einem fahrenden Zug, ihre kleine Unterkunft. Fantastique. Wen beobachtet diese Frau? Die da. Richtig. Weil sie hat nach da geguckt und die standen da. Das war einfach. Ja, was denn? Poirot, wir haben eine Lösung. Ein Passagier ist noch nicht gekommen. Ein Engländer namens Monsieur Arist. Ein Name mit gutem Omen. Na, es ist Zeit. Wir können doch einfach jemanden töten. Was kümmert mich an Monsieur Arist? Wie Monsieur wünscht. Ich habe Ihr Gepäck direkt in Ihre Abteil bringen lassen. Leider wird Ihnen ein anderer Passagier Gesellschaft leisten. No. Nur für die erste Nacht. Es geht nicht anders. Ich werde es überleben, mon ami. Monsieur Bouc, im Kühlschrank der Küche ist nicht genug Platz, um alle meine Zutaten unterzubringen. Wie kann das sein? Seine Rezepte sind so extravagant. Wir müssen etwas auf dem Bahnsteig zurücklassen. Ohne meine Hummer. Ohne mich. Und die Passagiere des Orient Express müssen ungern? Niemals! Ich glaube, der Zug ist zu klein. Muss ich eingreifen? Das Problem ist eines Poirots unwürdig. Aber ich habe nicht die Absicht, den luxuriösesten Zug der Welt zu verungern. Also ich finde sowieso, also Zimmer sind eigentlich gar kein Problem, weil wir sind im Orient Express. Wir werden, nachdem wir wieder ankommen, werden wir doppelt so viele Zimmer wahrscheinlich haben. So, was gibt's denn jetzt? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist unmöglich, alles im Kühlschrank der Gary unterzubringen. Selbstverständlich sind meine Hauptgerichte wichtiger als das Dessert. Das stimmt. Wenn Mr. Maury seine Hummer ein oder zwei Tage später servieren würde, könnten wir an einem anderen Bahnhof unsere Vorräte wieder auffüllen. Sprecher? Und was macht ihr mit den Hummern? Du verlangst von mir, dass ich meine Spezialität später serviere, Freya-san? Beruhigen Sie sich, mon ami. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Ist das eine Abbildung des Kühlschrankinneren? Darf ich sie sehen? Ja, er weigert sich, sie sich anzusehen.
Hebamme. Natürlich ist sie Hebamme. Ja, die sich mit dem Koch darüber streitet, über die gemeinsame Küche. Ja, sie wird Hebamme sein. Das macht Sinn. Freya. Was ist denn Freya für ein Name? Ist das Spanisch? 19. Ja, 27 glaube ich schon. Konditorin. No, nicht gut. Ist sie Marokkanerin? Ich meine, Freya... Diese Antwort. Hä, sie ist Amerikanerin? Sein, Freya ist doch kein amerikanischer Name. Et voilà. Okay. Echt? Freya ist amerikanisch? Ich dachte, Freya wär nordisch. Und das ist immerhin europäisch und da wäre Spanisch halt näher dran gewesen. Naja, gut. Oh nein, ich muss wirklich Tetris spielen. Okay, das da kommt auf jeden Fall in der Ecke. Oh Gott, okay. Kann ich Sachen... Ah, ich kann Sachen drehen. Ist das... Kann ich so drehen? Nicht? Wie nicht? Wieso nicht? Warte mal. Kann ich das drehen? Hä? Ach, das rückgängig. Ich kann nicht drehen. Okay, ich kann nicht drehen. Hier rum wirst du? So rum, okay. Und du? Du wirst so rum, okay. Ach, kommt schon, Leute. Okay, warte mal. Du, weg. Geh mal nach oben. Dich hätte ich gern. Oh Gott, jetzt ernsthaft Tetris spielen? Fertig! Der Hummer muss leider da bleiben. Tut mir leid. Okay. Jetzt mach mal weg da. Du, hier hin. Okay, können wir die einfach mal... Ja, danke. Dafür habe ich aber nichts, was da drunter passt, ne? Nee. Na, nicht dich. Ich will dich... Hä? Ich meine, ich muss doch das irgendwie... Nee. Du kannst mir sagen, ob man sie drehen kann oder nicht. Das ist der einzige Tipp, den ich wollen würde. Na, nochmal von vorn. Ich meine, sowas muss eigentlich in die... Das muss eigentlich in die Ecke, oder nicht? Das passt wieder nicht, weil wir haben kein langes. So würde ich sagen. Nee. Aber das fühle ich eigentlich ganz... Das fühle ich eigentlich irgendwie. Was mache ich nur damit? Nee, dann fühle ich das doch nicht. Geh mal weg da. Danke. Ich meine, das passt auch nicht, weiß ich. Aber ist schon in Ordnung. Ich muss es testen. Das ist schon sehr sperrig. Was könnte ich machen, um das hinzu... Das funktioniert nicht. Ich brauche einen, der das so abdingst.
Was ist, wenn ich... Nein, jetzt gib mir das da. Oh nein, das geht genauso doof. Oh nein. Das ist nicht gut. Obwohl doch, es geht. Wenn wir das jetzt hochschieben ein bisschen. Könnte man so, aber das hilft mir nichts. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Eine Frage. Das funktioniert auch so nicht. Nee. Das könnte man so, aber dann kann das nicht mehr passen. Hallo Niki Barbaro. Warte mal. Die kompliziertesten sind halt das da. Aber was mache ich mit dem, wenn ich es nicht drehen kann? Ups. Warte mal. Mord gelesen. Ja, ja, noch nicht. Noch nicht. Wir werden da hinkommen, sobald ich da hinkomme. Ja, aber... Glaubt ihr, das reicht uns an Essen? Schon, oder? Ich sag denen gleich, die sollen ihren Dreck selber machen. Kein Mensch quält einen mit so Kack-Dingern da. Außer er ist böse. Die Köche sind die Mörderers. Ja, natürlich passen die alle so rein. Das ist schon klar. Sonst würden die das ja nicht so machen. Das ist mir schon klar. Ich sollte... So, komplett gegen das... Das da würde ich da oben hin machen. Mache ich aber nicht. Gegen System. Das passt halt so. Ist das Schlimmste von allem. Okay, warte. Das passt noch nicht so ganz, ich weiß. So. Kann mal jemand das da nach da unten machen? Naja, also wir sind ja schon fast durch, ja? Also das ist ja fast schon, also wie es soll. Muss Pipi.
Ma, hallo, das passt doch. Nee, das war gar nicht so doof, glaube ich. Oder doch? Ups. Okay. Du kannst da nicht hin. Voilà. Sie haben das Abendessen für morgen gerettet, Monsieur Poirot. Ich werde den besten Hummer nur für Sie reservieren. Das freut mich, Monsieur. Und nun zum Dessert, Mademoiselle. Das wird hoffentlich das letzte Rätsel sein, das Sie auf unserer Reise lösen müssen, mein lieber Poirot. Ihr Abteil für heute Abend befindet sich im hinteren Teil des Wagens der zweiten Klasse. Nummer 102. Morgen ziehen Sie in ein Privatabteil um. Zweite Klasse reisen, nachdem ich die Kacke machen musste. Ich glaub's hackt. Danke, Chat. Danke. Und hallo an alle, die zwischenzeitlich herkamen. Ey. Aber weh, ich krieg keine drei Hummer. Willkommen, Monsieur Poirot. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Vielen Dank, Monsieur Michel. Ich bin froh, dass Sie mich unterbringen konnten. Ich habe umbringen gelesen. Danke, dass Sie mich umbringen wollen. Hallo, Sir Diver. Hallo, Vize-Danny. Oh, da ist der Schönling. Falsches Abteil. Ich muss Nummer 102 finden. Diese Zimmer der ersten Klasse sind sehr geräumig und luxuriös. Mein Lieblingsermittler neben Columbo am Berg. Du meinst mich, ja? Manik Solkorak. Falsches Abteil. Ich muss Nummer 102 finden. Pardon? Hallo? Oh, ich bitte um Verzeihung. Du erinnerst mich an Nate Archibald. Oh, Entschuldigung, hier ist echt wenig Platz. Da müssen wir also... Falsches Abteil. Ich muss nur machen. Ja, okay, er sagt immer das Gleiche. Ich dachte, er sagt da irgendwas. Oh, hier schläft der und der. Ich will in die erste Klasse. Hallo, Frau Prinzessin? Diese Dame hat einen ganz eigenen Stil. Exzentrisch, aber schick. Lass dir schmecken. Jenny, lass dir schmecken. Wird das Tetris-Rätsel schon als Versuch zählen zum Umbringen? Ja. Ja. Definitiv. Oh nein, mit dem. Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sind hier falsch. Nee. Sind Sie Monsieur Eris? Nein, mein Name ist McQueen. Ich... Es gibt keinen anderen Schlafplatz im Zug, Monsieur. Alles ist vorbereitet. Sie haben das obere Bett. Abfahrt ist in einer Minute. Der Zug ist erstaunlich voll. En voiture! Sir, wenn Sie lieber das untere Bett haben wollen, der Einfachheit halber, Sie wissen schon... Weil ich so alt bin, oder was? Das würde mir jedenfalls nichts ausmachen. Nein, nein, Sie sind zu nett. Es ist nur für eine Nacht. Bis Belgrad. Oh, verstehe schon. Sie steigen in Belgrad aus. Nicht ganz. Der ist so schmierig, viel zu nett. Ich trau dem nicht. Der will mich umbringen. Die wollen mich alle umbringen. Tschu-tschu. Da vorne ist aber kalt, oder? Ich glaube, jetzt fängt das Spiel an. Nach dem Tetris-Rätsel. Oh, Küsse! Mus.
Seit der Abfahrt des Zuges aus Istanbul ist eine Nacht vergangen. Der zweite Tag der Reise neigt sich dem Ende zu. Eine Mu viel Mühe. Orient Express, 16. Dezember 2023, 19 Uhr. Gibt's jetzt den Hummer? Mesdames et Messieurs, das Abendessen ist nicht serviert. Was denn? Sie können sich zu den anderen Passagieren im Restaurantwagen gesellen. Nino Kuma. Ich darf jetzt als Pleb zu den krassen Leuten. Wirklich? Die zweite Klasse ist schon. Also dafür fühlt man sich schon echt nicht gut behandelt gerade. Entschuldigen Sie, Monsieur. Pierre bat mich, Sie darüber zu informieren, dass ein Passagier uns verlassen hat und sein Zimmer Ihnen gehört. Monsieur Buck hat angeordnet, dass Ihr Gepäck während des Abendessens auf Zimmer 202 gebracht wird. Sie werden endlich sich in der ersten Klasse wohler ja, fühlen. Definitiv. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank, Monsieur... Fouché, Monsieur. Was, Fouché? Aber wehe, du pfuschst. Das habe ich gestapelt. Ist der Gastwirt der Vater aus dem Bezug gefallen? Ja. Ja, ich habe ihn geschubst, damit ich endlich bei den coolen Leuten sein darf. Muss ich mir umpennen. Ja, mein Alter, ich komme da auch nicht mehr so gut hoch, weißt du? Der Rücken kracht halt. Kann ich mir auch... Oh nein, er winkt. Oh Gott. Mann, dieser Bug ist einfach so ein richtig, dieser awkwarde Freund, den jeder irgendwo kennt. So, sitzt mit dem Champagner vor der Nase da. Ich bin hier, ich bin da. Dafür habe ich gestapelt? Da kriege ich mehr Hunger beim Essen, als ich satt werde. Bitte, mon ami, leisten Sie mir Gesellschaft. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihren Hummer zu bestellen. Ich danke Ihnen. Es scheint, dass unsere Mitreisenden heute Abend wieder alle hier versammelt sind. Ach, wenn ich doch nur so begabt wäre wie Balzac, könnte ich diese Szene in Worte kleiden. Oh, das wäre doch mal eine Idee. Ah, Sie sehen das auch so. Ich glaube, das wurde noch nie gemacht, n'est-ce pas? Und doch haben wir ihr eine Menge Stoff für Romantik, mon ami. Überall um uns herum sind Menschen aller Stände, aller Nationalitäten und jeden Alters. 3 Tage lang werden diese Menschen, die einander völlig fremd sind, zusammengebracht. Sie schlafen und essen unter einem Dach und können einander nicht entfliehen. Nee, am doch, Ende sie können der sich Reise an Tisch setzen. Trennen sich ihre Wege. Und sie werden sich vielleicht nie wiedersehen. In der Tat, das lädt uns dazu ein, ihr Leben zu beobachten und darüber zu spekulieren. Oh, ich kenne Sie, mon ami. Selbst jetzt ist Ihr Geist am Werk. Lassen Sie ihn uns testen. Was halten Sie zum Beispiel von diesen beiden? Diesen beiden? Das sind 3. Ich habe meine Tochter besucht. Sie arbeitet in der amerikanischen Botschaft in Istanbul. Ich habe ihr gesagt, dass sie dort niemals einen Ehemann finden würde. Da ich auf dem Rückweg Paris sehen wollte, sagte sie mir, ich solle diesen erstklassigen Zug nehmen. Ich kann es kaum erwarten, Paris zu sehen. In den Filmen sieht es wunderschön aus. Aber es kann nicht schöner sein als Schenectady in den guten alten US of A. Dort lebe ich zurzeit. Und Sie, Miss... Debenham, nicht wahr? Woher kommen Sie? Ich wurde im Vereinigten Königreich geboren. Oh, das ist in England, nicht wahr? Die will wieder... Was machen Sie beruflich? Ich bringe Kindern in anderen Ländern Englisch bei. Wie interessant. Oh, ich wünschte, ich würde eine Fremdsprache sprechen. Meine Tochter spricht mehrere Sprachen. Meine Lassen Tochter Sie mich ist Ihnen die Beste. Von Ihrer Arbeit erzählen. Oh. Sie ist sehr wichtig. Gott, ist die... Oh. Britin.
glaubte, sie soll 23 sein. 40 ist mir jetzt ein bisschen... hätte ich genommen. Chat sagt dir 23 oder 40? Ja, wahre Satan, ja. Ja, 64. Wir nehmen erstmal die 23. Dienstmädchen, Englischlehrerin. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig... 40, okay. Wie gesagt, ich hätte die 30 genommen. Sie können viel über jemanden lernen, indem Sie ihn einfach beobachten und durchzuhören. Diese Hallo, Dame Dillimon. Zum Beispiel ist zurückhaltend. Sie gibt wenig Preis. Sie ist in sich gekehrt. Irgendein Geheimnis veranlasst sie dazu, ihrer Tischnachbarin zu erlauben, das Gespräch zu führen. Weil sie genervt ist. Ich gebe ist. Zu, dass das, was ich in Istanbul gesehen habe, in diesem Fall mehr vermuten lässt. Aber ich werde ihre Privatsphäre respektieren. Sie erstaunen mich immer wieder. Ich würde die auch babbeln lassen, weil sie mich einfach nur nervt. Außerdem will ich mein Essen essen. Mit denen soll... Mafia! Mama mia! Diese Lokomotive Giovanni. Hat Dampf! Wir erklimmen die Berge Mario? Mit Leichtigkeit. Mama mia! Mit Pferdestärken kenne ich mich aus und dieses Schmuckstück hat in sich. Züge haben was Besonderes an sich. Das muss ich Ihnen lassen. Ich verkaufe Spielzeug und die Modelleisenbahnen zählen zu unseren Verkaufsschlagern. Und zwar nicht nur für Kinder. Verkaufen Sie auch Modellautos? Sicher, aber ich finde Züge trotzdem besser. Oh. Mein Freund, was haben Sie gegen Autos? Wissen Sie, ich arbeite bei Fortuna in Italien als Pressesprecher. Wir produzieren die nächste Generation von Elektroautos, den Fortuna Firenze. Ein wunderschönes Automobil, so schön wie Florenz. Die Konkurrenz schaut uns so neidisch hinterher, dass sie aufpassen müssen, nicht gegen die Wand zu fahren. Ich wollte Ihnen nicht auf den Schlips treten. Züge haben einfach was Magisches an sich. Ja, ja. Franzose, ja. Mhm. Also den würde ich jetzt mal auf 59. Ist Gärtner. Er ist der Mörderer. Ich muss zugeben, dass ich... Hey, voilà. Der laute Gentleman ist sehr selbstbewusst, ein Herr über sein eigenes Schicksal. Der Tonfall ist genauso wichtig wie die Wortwahl. Er glaubt an den Sieg und auch daran, dass er derjenige ist, der gewinnen wird. Sie sind ein Magier. Sie sind das ein ist Zauberer. Kein Taschenspielertrick, mon ami. Herr Potter. Es ist einfach Beobachtung. Die 35 Pfeile war auch schon zum 10. Mal. Ja, ich meine, 59 war mir ein bisschen zu alt, aber also 35 war für mich raus. Aber wo ist die Hauptspeise? Mon ami, das ist eines der besten Desserts, das ich je gegessen habe. Sie haben schon immer eine Schwäche für Süßes gehabt. Aber das hier, das ist ein Meisterwerk. Ich verstehe nicht, wie ein Dessert so gut sein kann. Ich würde gerne das Rezept wissen. Vorspeise. Lachs nach Gravlachsart, Limoncello, Vinaigrette, Gerstengrieß und knackiges Gemüse. Tani für dich. Hauptgericht. Hummermedaillons mit Knoblauchcreme gebraten. Dazu Warte mal, wir sind zum Hauptgericht gekommen. Wo war die Vorspeise? Dazu sautierte Kartoffeln in schäumender Butter und aromatische orientalische Kräuter. Dessert, besonderes Orient Express Überraschungsdessert. Hm. Das ist eine Überraschung. Keine Ahnung, was da drin ist. Himbeeren. Ich konnte nicht herausschmecken, welche Eissorte das ist. Zitrone. Sieht aus wie Zitrone. Sehen Sie sich die Schale an. Ja, ich war mir nicht sicher, was das ist.
Was ist das für eine rote Frucht? Wassermelone. Es sieht aus wie eine Himbeere. Sie haben ein gutes Auge, Poirot. Da drin sind Brombeeren. Das Biskuit ist die Grundlage des Desserts. Alles andere Müsli. Ist darauf aufgebaut. Mandeln. Was meinen Sie? Zerbröselter Biskuit. Mousse-Schokolade. Ja gut, Mousse-Schokolade würde ich jetzt nicht sagen. Sieht aus wie zerbröselte Kekse, mon ami. In der Tat. Sehr gut beobachtet. Poirot. Und das Gelbe in der Mitte? Es ist mir peinlich, Sie um einen so großen Gefallen zu bitten. Mon ami, ich bin... Viel wichtiger. Errungenschaft. Und das schreibe, das klebe ich mir irgendwo an die Wand oder so. Dessert-Connoisseur. Finde die richtigen Zutaten, indem du dir Freyas Dessert ansiehst. In diesem Zug, weil sie mir einen großen Gefallen getan haben. Wie kann ich ihnen helfen? Dieses Dessert ist sublim. Wenn ich doch nur das Rezept hätte. Leider wird die Konditorin, Mademoiselle Nielsen, ihre Geheimnisse hüten. Aber sie, mon ami... Ich bin sicher, dass Sie sie zum Geständnis bringen können. Ah, Sie Schlingel, Sie möchten, dass ich die Konditorin überrede, Ihr Rezept zu verraten. Sie sind doch Experte für Verhöre. Buch, es ist nur ein ich Dessert. Ich bin doch kein Rezeptdieb. Es ist der König der Desserts. Sie, mon ami, der Sie, wie Sie sagen, nur in diesem Zug sitzen, weil ich... Ich bin ganz beschämt, Sie daran zu erinnern. Gut, gut, Sie haben gewonnen. Schon wieder. Was würde ich nicht alles für meinen Freund tun? Vielen Dank, Poirot. Bonne chance. Rezept. Ich glaube, da ist kein Reh drin. Oh, hallo, Herr Doktor. Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Das war ein ehrliches Dessert, das Sie uns heute Abend kredenzt haben. Ich wollte Ihnen persönlich sagen, wie sehr es Monsieur Bouc und mir gemundet hat. Vielen Dank, Monsieur. Es ist sogar so gut, dass Monsieur Bouc darauf besteht, zu erfahren, wie Sie es gemacht haben. Oh, Sir, es tut mir leid. Sie müssen wissen, dass eine Köchin niemals ihre Rezepte verrät. Aber... Nun, Sie haben mir mit dem Kühlschrank geholfen. Mhm. Und ohne den Platz darin für mich hätte es kein Dessert gegeben. Mhm. Nun gut, um das heutige Dessert vorzubereiten. Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twill zu formen. Zwischen zwei Twill gebe ich Twill? Eine kleine Kugel Zitroneneis. Dann wird das Ganze auf einer Krone aus Erdbeeren drapiert. Stopp, was ist Twill? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Twill. Tuilerie, nein, das ist Tuil. Is it baked? Okay, eine Waffel. So, ach, das ist dieser komische. Ihr kennt doch diese Rollhörnchen, ne? Diese Keksrollhörnchen. Der Teig scheinbar. Oh, serves in any of other dishes. Remember for tile after the shape of roof tiles. Okay, gut, ja. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Poirot, sogar in einer solchen Situation bist du misstrauisch. Oh nein, was? Die Konditorin hat ihr geschätztes Rezept ein wenig zu leichtfertig aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz ehrlich zu mir war. Twill hat Twitter jetzt Reels. Apropos Twitch, hat jetzt Shorts. Welche dieser Sätze enthält eine Lüge? Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twill zu formen. Zwischen zwei Twills gebe ich eine kleine Kugel Zitroneneis. Dann wird das Ganze auf eine Krone aus Erdbeeren. Das da! Danke, dass Sie Ihr Rezept mit mir teilen. Das sind Himbeeren! Aber ich bezweifle, dass Sie wirklich Erdbeeren verwendet haben. Ups. Sie haben ein gutes Auge, Monsieur Poirot. Nun gut. Was denken Sie, welche Früchte ich verwendet habe? Himbeeren. Sie haben Himbeeren und keine Erdbeeren verwendet. Ich lasse mich nicht täuschen. Sie haben recht. Monsieur Bouc konnte den Unterschied nicht erkennen. Kommen wir nun zum unteren Teil des Desserts. Mein Lieblingsteil des Desserts. Zuerst habe ich etwas Butter geschmolzen. Ich habe Schokoladenstücke in die Butter zerbröselt. Dann habe ich die Mischung in eine runde Form gegeben. Und schließlich habe ich das Ganze abkühlen lassen, damit es aushärten kann. Das stimmt nicht. Das ist keine Schokolade, du Lügnerin. Es ist sicherlich keine ja. Schokolade. Blöde Kuh, lügt die mich an?
Wie ich sehe, haben Sie einen ausgezeichneten Gaumen. Wissen Sie, welche Zutaten ich verwendet habe? Kökfe. Eine geschickte Konditorin könnte zerbröselte Kekse mit Butter mischen, um diese köstliche Grundlage zu schaffen. Richtig. Sie kommen dem gesamten Rezept näher. Näher? Ich habe schon Mörder entlarvt und das stellte sich als einfacher heraus als dieses Unterfangen. Ich stelle Sie vor eine letzte Herausforderung. Sie ist die Mörderin. Ich bin mir sicher, dass Sie die Reihenfolge, in der ich meine Zutaten mische, herausfinden können. Wenn Sie das schaffen, haben Sie sich mein Rezept verdient. Mademoiselle, den Mord an Roger Ackroyd aufzuklären war einfacher als das hier. Okay, erzähl mal. Dessert-Mindmap, natürlich. Finde die Reihenfolge der Zutaten für die Creme raus. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Oh Gott, Leute, echt. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Die Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Die Orangenschale wird... Die Eier und die Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Die Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Also, es sind die Eier als letztes. Eier als letztes. Direkt nebeneinander. Die Orangenschale wird später dazu als das Mehl. Kurz vor dem Mehl. Okay, also Orange und direkt hintereinander. Die später als das Mehl. Kurz vor dem Mehl. Zucker und nicht niemals direkt nacheinander hinzugeben. Eier und Orangenschale direkt hintereinander. Das stimmt. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Aber warte mal. Die Eier werden als erstes oder als letztes. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl. Heißt kurz vor dem Mehl, direkt vor dem Mehl? Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Dann würde ich sagen so und die Milch als erstes. Also die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Es ist kurz davor. Die Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Die Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt hintereinander hinzugeben. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Die Eier und die Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Ich bin Backprofi! Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir oft. Danke. Wie versprochen gehört mein Rezept Ihnen. Geben Sie mir 5 Minuten, um es für Sie aufzuschreiben. Aber Sie Dank, ich stehe in Ihrer Schuld. Kostüm. Ich kann diesen Moment nutzen, um meine kleinen Beobachtungen über die Passagiere fortzusetzen. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ich bin solche Mahlzeiten nicht gewohnt. Haben Sie keine Juten-Restaurants in Kenia? Eigentlich schon. Es sind eben nicht mehr die 1930er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Hat Ihnen das Essen nicht geschmeckt? Der Hummer war nicht durchgejagt und die Kartoffeln waren zu trocken. Als Assistentin von Prinzessin Dragomirov sind Sie es sicher gewohnt, gut zu essen. Kochen ist eine Kunst. Man muss keine Kochmütze tragen, um ein Künstler zu sein. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Currywurst. Das ist eine Spezialität von mir. Die finde ich gut. Currywurst beste. Eindeutig Schweizer. 33. Du siehst älter aus. Oh, egal. Assistentin. Das ist die richtige. Currywurst! Die ist lustig. Ich habe gestern Abend große Fortschritte bei den Ausgaben gemacht, Sir. Ich sollte bis morgen früh fertig sein. Ich dachte, Sie würden Arbeit schnell erledigen, Hector. Tut mir leid, Sir. Die Arbeit hier ist nicht so komfortabel wie in unserem Büro in Boston. Sie haben Glück, in so einem Zug mitfahren zu dürfen. Wow. Also Boston, hat er gesagt, ne? 40. Sekretär. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Das ist für mich schon eine Kunst, dass ich weiß, dass Boston und Amerika... Bitte sehr, Sir. Hä? Mein Rezept. Bitte sagen Sie, Monsieur Buch, dass er nicht mit meinen Rezepten für die anderen Desserts rechnen darf.
Vielen Dank, Mademoiselle. Ich weiß, dass er diese Geste aufrichtig zu schätzen weiß. Und ich werde dafür sorgen, dass er die Nachricht erhält. Erhält. Danke, danke. Ja, ihr wisst, Geografie und sowas ist absolut nicht meine Stärke. Also da bin ich, also wirklich, da, also. Gut. Buk, ich hab. Warum? Es fehlt immer noch der hübsche Mann. Sie waren so lange fort. Das war eine größere Herausforderung als erwartet. Das ist wunderbar. Mussten Sie dafür Ihre kleinen grauen Zellen anstrengen? Es war eher eine Übung für meine kleinen Geschmacksknospen. Vielen Dank, mon ami. Essen Sie Ihr Dessert. Sie haben es sich verdient. Toll, das Eis müsste schon längst geschmolzen sein jetzt. Wenn du dich in deiner Wohnung verlässt. Handy. Google Maps, das hilft mir schon. Mein Name ist Ratchet. Und Clank. Hm. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das Vergnügen mit dem berühmten Hercule Poirot habe? Poirot? In der Tat, Monsieur. Ihre Heldentaten sind auf meiner Seite des Atlantiks wohl bekannt. In meinem Land kommen wir schnell auf den Punkt. Mr. Poirot. Ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen. Wären Sie daran interessiert, viel Geld zu verdienen? Monsieur, meine Klientel ist heutzutage begrenzt. Ich übernehme nur sehr wenige Fälle. Ja, das verstehe ich natürlich. Aber ich spreche von sehr viel Geld, Mr. Poirot. Sehr viel Geld. Voraus. Nur im Voraus. Amerikaner 62 trifft's, glaub ich. Oh, ich muss zugeben, dass ich dieses. Geschäftsmann natürlich. Ich wollte eigentlich darüber und dann ist auf. Mir scusa. Das war einfach. Was soll ich für Sie tun, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot. Ich bin ein reicher Mann. Ja, du hast Geld, viel ein Geld. Sehr da waren wir schon. Ja, Männer in einer Position wie der meinen. Haben Feinde. Ich habe einen Feind. Monsieur, wenn ein Mann dazu prädestiniert ist, Feinde zu haben, dann beschränkt sich das meiner Erfahrung nach nicht auf einen einzigen Feind. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Feind oder Feinde, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist meine Sicherheit. Mir wurde gedroht, Mr. Poirot. Da muss ich ja leider, also... Nun, ich bin ein Mann, der ziemlich gut auf sich selbst aufpassen kann. Aber so wie ich es sehe... kann ein wenig Sicherheit nicht schaden. Und denken Sie daran, es geht um sehr viel Geld. Sind Sie eigentlich reich? Ich bedauere, dass ich Ihrer Bitte nicht nachkommen kann. Warum nicht? Was ist Ihr Problem? Bitte verzeihen Sie meine Direktheit. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Monsieur Ratchet. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich nun gerne meinen Kaffee trinken. In Ruhe. Das war mal ein Korb. Lege dich im neuen Abteil schlafen, natürlich. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten bei ihm definitiv Vorkasse machen. Sag ja, nur im Voraus bezahlen. Sonst mache ich gar nichts. Hallo. Ein Schlummertrunk, Monsieur Poirot? Oh ja, eine gern. Tasse Kaffee, Monsieur Fouché. Dann werde ich mich in mein neues Abteil zurückziehen. Ich bin mir sicher, Sie werden die Bequemlichkeit schätzen. Aber Kaffee vorm Schlafen ist doch total... Gut, ich meine... Wo sind wir gelandet? Haben wir angehalten? Ja, Monsieur. Bahnhof Belgrad. Wenn Sie etwas frische Luft schnappen möchten, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Der Zug fährt um 9.15 Uhr ab. Ich sehe, dass es schneit. Ich will mir keine Erkältung zuziehen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Darf ich Ihnen zu Ihrem Kaffee ein Stück Schokolade empfehlen? Ja! Sie wird von meinem Vater, dem besten Schokolatier der Schweiz, hergestellt. Wie könnte ich ein Stück Schokolade mit einer so guten Empfehlung ablehnen? Ich bin mir sicher, dass sie Ihnen schmecken wird. Und bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Ich würde sagen, also Schweizer. 28 trifft's, glaube ich.
Barkeeper. Ja, Barkeeper. Et voilà. Alles war perfekt. Vielen Dank. Aber wo Schokolade? Ja, benötigen Sie noch irgendetwas, Monsieur? Schokolade. No, merci. Warum sind hier zwei Tassen? Oder meint der also Kakaoschokolade? Die würde ich auch nehmen. Oh. Oh, ich dachte schon, sie hätten uns verlassen. Sie sagten doch, sie würden in Belgrad aussteigen. Nee. Habe ich nicht gesagt, du... Das haben sie falsch verstanden. Aber... Wie alles in deinem Leben. Es ist weg. Es wurde in ein anderes Abteil gebracht. Ja, weil ich nicht sonst so ein Plepp bin. Oh, verstehe. Ich gehöre zur Elite im Gegensatz zu dir. Ich bin nämlich ein reicher Mann. Ein sehr reicher Mann. Ich habe übrigens Geld. Viel Geld. Sehr viel Geld. Und? Mache ich das überzeugend? Hab ich gut abgeschaut? So, Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Monsieur Poirot. Gute Nacht. Gleichfalls. Du bist ein guter, reicher Mann. Dankeschön. Ich hoffe, dass Sie gut schlafen werden und dass es Ihrem Kopf am Morgen besser geht. Es ist nur die Kälte. Ich mache mir jetzt eine Tasse Tee. Ich hoffe, das wird Sie aufwärmen. Die Damen... Das hoffe ich auch. Gunnat. Gute Nacht, meine Gunnat? Liebe. Was ist das? Weiß das jemand? Gunnat? Was für ein tapferes Mädchen. Der Mann in der Nachbarkabine, Mr. Ratchet, macht mir hingegen eine Heidenangst. Mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Meine Tochter sagt immer, ich habe eine gute Intuition. Moms Bauchgefühl liegt niemals falsch, sagt meine Tochter immer. Und ich habe ein Bauchgefühl bei diesem Mann. Er ist direkt im Abteil neben mir und das gefällt mir nicht. Ich habe gestern Abend meine Taschen gegen die Verbindungstür gestellt. Ich meine, gehört zu haben, wie er am Griff gerüttelt hat. Nun, ja, weil er nicht wollte, dass du da rein kannst, Nacht. Um zu lesen. Gute Nacht. Bonne nuit, Madame. Liebe Grüße an die Tochter. Immer ich bin? Bitte schon, Norwegisch. Würde passen zum Blond. Ja, das ist so Stereotyp, ja, ja. Hallo. Du bist immer noch nicht mein Gesicht. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass er hässlich ist. Das war mir ein bisschen zu unhöflich. Monsieur Ratchet scheint sehr aufgebracht zu sein. Schlaf gut, sieh, wie träumer schön ist. 8:30. Das Mann, also vorbildlicher Schlafrhythmus. Warte mal, aber das ist schon die Abstellkammer unter den First-Class-Dingern, oder? Naja, gut. Ah, endlich ein richtiges Bett. Perfekt für einen König oder einen sehr müden Detektiv. Hübsch. Ich wollte auch immer so einen Schlafanzug haben. Aber nicht unbedingt in Bordeaux-Rot. Obwohl es eher blutrot als Bordeaux. Ding dong. Untersuche den Korridor. Ich untersuche den Korridor. Monsieur Ratchet? Ce n'est rien. Je me suis trompé. Wessen Stimme war das? Naja. Früh raus. Sebi, mach doch sowas nicht. Schlag gut, Sebi. Da sieht man die Rotweinflecken nicht drauf. Man könnte aber auch einfach einen schwarzen Schlafanzug nehmen. Da sieht man die auch nicht. Hallo, Lix. Gehe ich jetzt raus? Nö. Okay. Ich gehe weiter schlafen, natürlich. 12.37 Uhr. Nachts oder...
Morgens? Mittags? Sag mal! Kann man hier auch mal in Ruhe schlafen, oder was? Gute Nacht, Madame. Ich meine, das wissen wir ja, also die Demo kennen. Hi! Da wissen wir, dass das einfach zum Zeiten wahrscheinlich überprüfen ist. Die amerikanische Lady? Ui, aber keine Sorge. Sie wissen ja, wie Madame Abbott ist. Stellen Sie sich die Zeit vor, die ich mit ihr verbracht habe. Sie besteht darauf vehement, dass ein Mann in ihrem Abteil ist. Stellen Sie sich das einmal vor, Monsieur. In einem Raum dieser Größe. Wo sollte er sich verstecken? Ich diskutiere also mit ihr. Ich erkläre ihr, dass es unmöglich ist. Sie insistiert. Als sie aufwachte, habe da ein Mann vor ihr gestanden. Ich frage also, wie konnte er das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich verriegeln? Aber sie hört nicht auf Vernunft. Sie hört also nicht zu. Was ganz Neues. Insistieren finde ich so ein schönes Wort. Ein Oldschool-iPhone. Also eigentlich ist das 2023, aber Poirot könnte ich zutrauen, dass er so ein ganz altes Handy hat, ja. Wir haben angehalten, Monsieur Michel. Wir sind in eine Schneeverwehung geraten. Wer weiß, wie lange wir hier feststecken werden. Ich erinnere mich, dass ich einmal 7 Tage lang eingeschneit war. Wo befinden wir? Haben wir genug Hummer? Zwischen Winkow Zieh und Brod. Oh la la. Es wird Zeit, dass ich wieder ins Bett gehe. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Monsieur. Ja, ja. Was davon übrig ist. Das ist in die Zukunft gesetzt worden. Das ist ein bisschen künstlerische Freiheit, dieses Spiel. Ein Uhr 20? Och, sag mal! Das ist ja schlimmer, als mit Watson zu schlafen. Also in einem Zimmer. Also mein Hund heißt Watson, für die, die es nicht wissen. Prinzessin! Also langsam kriegt er schlechte Laune, glaube ich. Verstehe ich aber.